Grüß Gott, ich will ein aufgebrauchtes Video machen, endlich. Es ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es... Moment, ich muss den Korb herschieben. Dass es diesmal weniger ist als sonst. Aber wundert euch auch nicht über meine Haare, weil die sind noch nass. Nicht fettig. Ich meine, da schaut so aus, als wären es fettig, aber sie sind noch nass. So, wir beginnen auch gleich mal. Als allererstes, das muss ich ja zeigen, ganz kurz nur meine Taschentücherbox mit Star Wars drauf. Die gibt es jetzt aktuell leider nicht mehr. Ich habe aber eine andere gefunden, die ich mir stattdessen kaufe. Dann wieder was Interessantes. Ein Duschgel habe ich leer gemacht. Das ist von der Marke Kult. Sagt mir ehrlich gesagt nichts, aber das hat so gut gerochen. Ich habe das auch erst vor kurzem leer gemacht. Das hat so gut gerochen, das habe ich von einem Paket mal bekommen, weil mir mal jemand ein Paket geschickt hat. Und das war echt gut. Echt schade, dass es das bei mir in Österreich nicht gibt, aber das war wirklich, wirklich gut. Aber ich habe eh noch so viel. Ich meine, ich würde das gern wieder haben wollen, aber ich habe noch so viel, deswegen, ja. Ja, könnt ihr euch ja denken. Ganz kurz, von Müller die Wattepads, auch wieder leer gemacht. Dann habe ich eine Haarkur aufgebraucht von Swiss Opal. Die sieht so aus. Das ist diese Mandarine gewesen. Ich habe überall von meinem Hund die Haare noch drauf. Ja, mag ich noch immer total gern. Und habe ich noch ganz, ganz viele Backups. Ganz, ganz viele Backups. Dann habe ich leer gemacht meine Reinigungstücher. Einmal die Pure Camille von Yves Rocher und einmal die... von Cadia Vera. Die habe ich mir auch jetzt endlich nachgekauft. Ich habe ja so lange gebraucht. Dann habe ich aufgebraucht ein Spülmittel von Teddy. Das ging leider so schnell leer. Das ist nämlich das Melone-Spülmittel gewesen. Ich liebe den Duft von dem. Das riecht so wie Kaugummi. Ich habe ja alles von Teddy. Ich habe einen Glasreiniger, ein Hygieneding fürs WC. Also ich habe alles. Und das ist mir leer gegangen. Ich habe noch andere Spülmittel, die ich noch vorher leer machen will. Aber das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Keine Widerrede. Ein Badezusatz von Dresdner Essenz. Diesmal mache ich es durcheinander, weil das liegt irgendwie randommäßig alles drin. Ein Badezusatz von Dresdner Essenz, den mag ich aber leider nicht, weil der riecht so extrem nach Rose und das mag ich überhaupt nicht. Die Verpackung ist voll schön von dem, aber ich mag irgendwie den Duft von dem nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch Backups habe, aber kaufen würde ich ihn mir nicht mehr. Eine Rival de Loup Young. Ist das Rival de Loup Young? Ich weiß gar nicht. Da steht nur Rival de Loup drauf. Ich muss langsamer reden. Die fand ich aber nicht so gut. Das war diese Erdbeer-Vanille. Da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Sie war okay, aber sie war jetzt nichts Bombastisches. Irgendwie auch gut so, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Und außerdem kann ich mir die ja sowieso nicht nachkaufen. Rival de Loup habe ich ja nicht. Dann habe ich noch eine Maske und die fand ich echt grottenschlecht. Das war von Hildegard Braugmann. Viele kaufen sich ja die Masken bei uns bei Müller und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die auch mal. Aber die mochte ich vom Duft her nicht. Und auch hat die nicht wirklich was gemacht von der Pflege her. Also ich würde die mir nicht nochmal nachkaufen. Leider. Dann habe ich, oh, wie peinlich, nochmal Pure Camille Reinigungstücher. Ich verwechsel die beiden immer. Aufgebraucht. Kaufe ich ja eh immer wieder nach, wisst ihr ja eh auswendig. Ja, dann habe ich noch eine Hildegard Braugmann Maske aufgebraucht und die fand ich aber gut. Die fand ich gut. Aber ich glaube, ich würde mir die trotzdem nicht nochmal nachkaufen. Ich weiß nicht, irgendwie haben sie mich nicht vom Hocker gehauen. Sie war gut, aber ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich eine Seife alle gemacht von Avio. Arganöl und Vanille, glaube ich. Ja. Die gibt es ja leider nicht mehr, eh typisch. Aber die war wirklich, naja, ich kann nicht sagen, wirklich gut. Nach einer Zeit riecht man die Avion-Seifen nicht mehr. Und ich verstehe nicht, wieso. Weil früher war das nicht so, was ich mich erinnern kann. Und das ist jetzt schon die zweite, wo ich so sagen kann, dass man die nach einer Weile nicht mehr riecht. Ja. Dann habe ich eine Mundspülung leer gemacht. Und ich finde die nicht mehr. Weil die fand ich wirklich, wirklich gut. Aber ich finde sie nicht mehr. Und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich sie wieder sehen würde. Aber ich habe jetzt eine andere von Sensodyne, glaube ich. Auch von DM. Und die mag ich nicht so. Ich mag die viel lieber. Also versuche ich mir die wieder nachzukaufen. Dann habe ich zwei Masken noch. Das war wieder von Rival de Loup. Die Repair-Maske. Und die war so geil. Die hat so gut gerochen. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder nach Deutschland kommen. Weil ich möchte irgendwie wieder gern shoppen gehen dort. Ich weiß, ich habe eh noch so viel Scheiß, aber ich würde gern die Maske nachkaufen.
Weil die war echt gut. Was ich noch gut fand, war die hier. Das ist zwar eine Peel-Off, ich habe sie wieder abgewaschen. Aber das ist eine Peel-Off von Moutarde de Jeunesse, von dieser Seven Heaven-Reihe. Und die fand ich echt gut. Das war mit Tea Tree. Die hat so richtig, die hat gekühlt auf der Haut. Und dann, wenn ich sie abgewaschen habe, war die Haut so weich danach. Ich habe die nämlich vorher gerade aufgebraucht. Deswegen kann ich das so gut beschreiben. Ja. Ich ziehe die halt nie ab, weil bei mir werden die nie trocken. Aber die fand ich gut und die würde ich mir sogar nachkaufen. Weil die hat dann echt die Haut gekühlt und im Sommer ist sowas sowieso mein Ding. Und der Duft hat irgendwie After Eight gerochen. Also die würde ich mir sogar vielleicht nachkaufen. Ja, dann habe ich leer gemacht meinen Rasierschaum von Isana. Den vermisse ich schon ein bisschen. Bei dem mochte ich echt gern. Aber gut, dass es von Balea jetzt eine Alternative gibt mit Melone. Weil die hatte ich ja sehr oft und später ging sie mir auf die Nerven. Aber jetzt zum Schluss mochte ich die ganz gern, weil das war auch mein letztes Backup. Bin froh, dass ich so viele davon hatte. Bin wirklich froh darüber. Ganz kurz, Wattepads kaufe ich mir nach, brauche ich immer wieder auf. Machen wir mit dem weiter. Das ist das Duschpeeling von Balea. Habe ich euch ja vor kurzem im Haul-Video gezeigt und habe euch ja erzählt, dass ich einen schon aufgebraucht habe. Und das liebe ich. Das ist so gut. Natürlich schlägt nichts mein Buttermilch-Zitrone. Ich kann nicht mehr reden durch das ganze Melone in diesem ganzen aufgebaut Video. Also das Buttermilch-Zitrone schlägt nichts, aber das ist auf jeden Fall auf dem zweiten Platz. Auf jeden Fall. Und das Vanille am dritten, was ich nur einmal leider hatte, was mich so ärgert. Weil das werde ich mir auf jeden Fall ein paar Mal bunkern. Ich habe jetzt noch ein paar Peelings, die ich noch aufbrauchen will, aber das würde ich mir auf jeden Fall bunkern, weil das ist echt gut. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Backups. Wer hätte das gedacht? Dann habe ich noch leer gemacht, das kennt ihr ja auch auswendig, mein Fußpeeling von Yves Rocher. Ja, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Aber ich will jetzt mal endlich ein anderes probieren. Ich werde mir jetzt das mal nicht nachkaufen, werde meine Backups noch aufbrauchen, weil ich habe in dieser Instagram-Gruppe, die wir haben, zwei Jungs und ich, wir diskutieren immer über Sachen. Diskutieren klingt ein bisschen hart. Wir zeigen uns halt die Sachen, die wir aufgebraucht haben und jemand hat ein Fußpeeling gezeigt, was es nur beim Pieper bei uns gibt und das will ich als nächster probieren. Ich habe es letztes Mal gesehen und habe es nicht mitgenommen, aber wenn ich alle Backups von denen leer habe, werde ich mir das von Pieper mal kaufen, weil er auch gesagt hat, er mag das. Und ich glaube, er hat auch gesagt, er wird das von Yves Rocher kaufen, wenn ich mich nicht irre. Also du schaust eben mal aufgebraucht Video, du kannst mir ja gerne mal schreiben. Entweder hier oder in der Gruppe, wie du willst. Ja, Dermacool. Das habe ich geschenkt bekommen. Ja, zu Weihnachten, letztes Jahr, glaube ich. Ja, ich glaube, oder? Ja, ich glaube, das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Ich mag die Verpackung nicht, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich da nicht alles rausgekriegt habe, aber der Duft war gut. Der Duft war wirklich gut. Wenn ich könnte, würde ich mir die Dermacool-Sachen auf jeden Fall nachkaufen, weil ich habe auch das Peeling aufgebraucht. Das war knallpink, das Teil. Das war sowas von geil. Das war ein Zuckerpeeling, auch von Dermacool war das, auch mit diesem Melone. Das war so geil. Und da steht, dass es noch mehrere Sorten davon gibt. Ich hoffe, da gibt es das Peeling auch von jeder Sorte. Weil da hätte ich gern das Schoko-Orange-Peeling von dem. Egal wie viel ich habe, ich hoffe, ich komme in meinem Urlaub nach Kleinhoxdorf. Ich werde mir die Dermacool-Sachen nachkaufen. Weil die sind echt der Hammer. Die sind wirklich der Hammer. Die kann ich nur empfehlen. Und ich liebe die. Ich werde die mir auf jeden Fall nachkaufen. Egal wie viel ich habe. Und das heißt schon was, glaube ich, bei mir. Dann habe ich leer gemacht mein Gesichtswasser. Und den traue ich hinterher. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein Backup. Das sieht so aus. Das ist von Sans Souci. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das riecht sowas von gut und ich habe nur noch ein Backup und habe bei uns gesehen, dass es leider schon wieder aus dem Sortiment gegangen ist. Weil wir hatten es vor kurzem noch und jetzt ist es wieder rausgegangen. Jetzt bin ich gelb. Ich kann es nicht ändern. Sorry. Ja, vielleicht ändert sich das wieder im Laufe des Videos. Hilfe. Gelbstich. Ja, das mag ich aber echt gern. Ich habe jetzt noch ein Backup und ich glaube, ich werde bei der Serie auch bleiben. Obwohl ich Biotherm-Reinigung auch so gern mag, aber mal schauen. Ich überlege noch. Aber das habe ich Gott sei Dank noch als Backup. Jetzt aktuell in Benutzung. Dann habe ich leer gemacht ein riesen Trackle-Moon-Duschgel und das ist ja damals rausgegangen. Wie ich mir das gekauft habe, das habe ich um 2,50 noch reduziert bekommen bei DM. Da war ich so happy drüber. Ja. Ich habe es leer gemacht, ich würde es mir aber nicht nochmal nachkaufen, weil ich habe eh so viel Duschgel. Es ist eines meiner Lieblinge, dieses Dose Lemon Day, sorry, ich habe gar nicht den Namen gesagt, aber ich glaube, ihr habt es eh lesen können. Es ist auf jeden Fall mein Liebling, ich habe auch das Peeling auch aufgebraucht, oder? Ja, das Peeling habe ich dazu auch aufgebraucht.
Und das war auch so geil. Also das gibt es ja, glaube ich, nur noch beim Beeper, wenn ich mich nicht irre. Das würde ich sogar eher kaufen als das hier. Weil ich mag die Trackle Moon Peeling so gerne. Ich mag die wirklich, wirklich gerne. Und ich war echt traurig, als das leer worden ist. Aber ich habe jetzt noch so viele andere. Und ich will mir das jetzt dabei nicht nachkaufen. Ich habe das Zitrone. Das Erdbeer habe ich auch noch davon. Und auch das Erdbeer-Duschgel habe ich noch davon. Und ich überlege, ob ich die Erdbeer-Bodylotion verschenken soll, weil ich creme mich eh kaum ein. Ihr seht, ich habe auch keine Bodylotion diesen Monat auf. Brauchte ich volles drum. Deswegen überlege ich, ob ich die Erdbeer-Bodylotion nicht jemandem schenken soll. Ich weiß nur noch nicht wen. Also falls es Freiwillige gibt von meinem Freundeskreis. Weil ich weiß nicht, ob wollen das Abonnenten haben. Ihr könnt es mir gerne mal Bescheid sagen. Weil ich mag die Bodylotion wirklich nicht. Ich mag nur das Duschgel aufbrauchen und das Peeling. Aber die Bodylotion will ich nicht benutzen. Mir ist das zu süß. Weil das habe ich auch als Badezusatz zweckentfremdet. Ich habe es als Duschgel und Badezusatz so abwechselnd verwendet. Weil man kommt eh mit dem Ding so lange aus. Also, ja. Ja. Bisschen traurig bin ich schon, dass leer ist. Aber das werde ich mir mal nicht nachkochen, weil ich noch so viel Duschgel habe. Aber das vielleicht. Mal schauen. Mal schauen. Ich überlege es noch. Ich überlege es mir noch. So. Da habe ich noch eine Seife von Avio leer gemacht und die fand ich überhaupt nicht gut. Die hat mit meiner Haut irgendwie nicht zusammenpasst. Das hat so angefangen zu stunken. Ich kann kein Deutsch mehr. Das hat so angefangen zu stinken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, die gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Ich bin froh, dass ich mir kein Backup gekauft habe, weil so in der Verpackung hat die super gerochen. Da wollte ich mir die sofort wieder bunkern. Aber in der Verbindung mit meiner Haut ging das gar nicht. Deswegen, ja, ich habe mir aber drei andere gekauft. Weil da gab es vor kurzem ein Angebot, aber ja, die gibt es leider nicht mehr. Beziehungsweise gut, weil ich fand die nicht so gut, aber ja. Dann habe ich noch eine Maske von Mutantische Nase aufgebraucht. Sehr einfallsreich. Das ist die Very Berry Mood Mask und die liebe ich. Da habe ich ganz viele Backups. Ich habe heute nachgeschaut. Ich habe ganz, ganz viele Backups von der. Gott sei Dank. Mein letzter Badezusatz von dem hier. Leider. Das war der Isana Vanille und Lavendel. Ich habe Gott sei Dank eine Alternative mit dem Bären, mit dem Saubären. Aber ich bin trotzdem traurig, dass das nicht mehr gibt. So wie den hier. Da bin ich auch traurig, dass es den nicht mehr gibt. Aber es gibt einen anderen, der würde mich extrem interessieren. Den habe ich schon in ein paar Videos gesehen und ja, ich traue den extrem hinterher. Aber den gibt es leider nicht mehr. Tja. So, Wattepads von Hofer. Sage ich nicht mehr so viel dazu. Eine Duschlotion von Balea. Und die hätte ich gerne noch einmal, weil die fand ich echt gut. Die hat so richtig süßlich gerochen. Die mochte ich wirklich, wirklich gerne. Jetzt biegt da irgendwas. Ich schmier das mal in meinen Oberschenkel. So. Die fand ich echt gut. Süße Versuchung hat die geheißen. Mit Feige und Macadamia. Der Xistos-Druck ist sicher jetzt ein Hammer gewesen. Ich brauche eine Brille, glaube ich. So sieht die aus. Und ich hab's geliebt. Ich hoffe, die gibt's noch. Ich war vor kurzem im DM, ich drulle und habe vergessen nachzuschauen. Und deswegen, wenn ich Urlaub habe, gucke ich, ob es die nochmal gibt, weil ich würde die mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war echt gut. Die war wirklich gut. Ja, dann habe ich zweimal meine Anti-Pickel-Ampulle leer gemacht. Wisst ihr ja eh auswendig, kaufe ich mir immer wieder nach und brauche ich auch immer wieder auf. Oh, mein Hofer Make-up-Entferner ist auch alle geworden. Kennt sie auch auswendig. Ich habe diesen Monat gar keinen leer gemacht, aber ich habe doch einen leer gemacht. Und ich kaufe ihn mir immer wieder nach. Ich liebe den einfach. Wer, der geht raus. Dann kriegen die Droh-E-Mails von mir. Dann habe ich eine Probe alle gemacht. Jetzt ist ich gerade mein Computer auf Standby geschalten. So. Sehr interessant, ich weiß. Eine Probe habe ich leer gemacht von Yves Rocher. Das ist die für normale bis trockene Haut und die fand ich echt gut. Ich habe die Hydra Vegetal Serie damals so gern verwendet. Ich mag auch den Duft so gern. Ich habe jetzt aktuell auch das Micellenwasser davon. Ich glaube, da muss auch irgendwo noch eine Probe drin rumfliegen. Ja. Ich habe das aber nur fürs Dekolleté verwendet. Ich habe das zweimal leer gemacht. Gut. Das war so gut. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Nein, jetzt nicht. Dann habe ich leer gemacht meine Reinigungsmilch von Cadea Vera. Die fand ich leider nicht so gut. Da habe ich auch echt lange gebraucht, um die aufzubrauchen. Weil die fand ich überhaupt nicht gut. So sieht die aus. Da mag ich die von Sanssouci viel, viel lieber. Und ja, die werde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Man kann nicht alles von der Eigenmarke verwenden, wie man sieht. Dann habe ich ein Mini-Duschgel von Trackle Moon leer gemacht. Und das ist das Marshmallow Heaven. Und das fand ich geil.
Das fand ich sowas von geil. Wenn ich nicht so viele Duschgels hätte, würde ich mir das in groß nachkaufen. Aber ich habe leider so viel. Leider. Das habe ich aus der Arbeit mitgenommen. Ich muss mir das endlich nachkaufen, weil das habe ich noch nicht. Das ist so ein Mini-Roller, den hatte ich im Spind. Habe ich auch leer gemacht. Urinteressant, ich weiß. Dann habe ich aufgebraucht von Yves Rocher einen kleinen Mini-Make-up-Entferner. Die Flasche werde ich mir aber wahrscheinlich aufheben, weil ich werde da vielleicht was Neues dann reinfüllen. Weil den hatte ich immer beim Schminktisch stehen und da bin ich immer mit dem Wattebett rein, also mit dem Wattestäbchen reingegangen, weil das die Öffnung so groß war. Und ja, fand ich echt gut. Also für so Fehlerchen wegmachen. So, glaube ich, vertrage ich ihn leider nicht. Na, bam. Sehr viele Proben noch leer gemacht. Ganz, ganz viele Proben. Und viel Make-up. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Also viele dekorative Sachen. Dann habe ich noch einen Badezusatz leer gemacht. Und den fand ich gut von Dresden Essence. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein Backup davon. Wenn ich mich nicht irre. Glücksgefühl war das. Der war gut. Dann habe ich hier ganz viele Proben alle gemacht. Weil ich versuche, meine Proben leer zu machen. Als allererstes habe ich ein Teebaumöl leer gemacht von The Body Shop. Das fand ich gut, das würde ich mir sogar nachkaufen. Ich muss mir die Probe aufheben, weil ich vergesse das ja immer. Würde ich mir nachkaufen. War wirklich gut. Nur das Ding ging leider sehr schnell leer. Ich kriege immer diese entzündeten Pickel so wie da auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video sieht. Katastrophe ist das. Katastrophe. Dann habe ich noch eine Yves Rocher Gesichtspflege leer gemacht. Als Dekolletépflege. Da ist ein Haar dran. Ja, die wird meine Hals- und Dekolleté-Creme, weil ich habe die, glaube ich, sogar in groß. Dann habe ich zweimal die Biotherm Everplump leer gemacht und die liebe ich so. Wenn ich nicht so viel Pflege noch hätte, würde ich die mir auf jeden Fall... Ach, Haar im Gesicht, bäh. Würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe noch so viel Pflege und ich muss die erstmal aufbrauchen. Also, die steht aber auf meiner Wunschliste ganz, ganz oben. Dann habe ich leer gemacht einen Duft. Von Lancôme, den La Vie Belle. Den hatte ich auch mal in einer kleinen Größe, glaube ich. Den habe ich mir mal gekauft, weil es da ein Duschgel dazu gab. Und der sieht so aus. Ich glaube, den kennt ihr. Den habe ich mal aufgebraucht auch. Den finde ich so gut. Aber der passt im Sommer nicht, finde ich. Das ist eher so, für mich ist es ein Herbstduft. Für mich. Keine Ahnung, ob es für jeden so ist. Ach du Schande, habe ich viel leer gemacht diesen Monat. So Kleingramm. Ich habe eine kleine... Probiergröße mitnehmen dürfen von Arbeit. Die Marke heißt Carex, ist glaube ich jetzt neu. Das Mundwasser war total cool. Ich würde mir das auf jeden Fall in groß nachkaufen. Dann habe ich von Serum Vegetal, also von Yves Rocher, eine Pflege aufgebraucht, die ich für Dekolleté, also für Hals und Dekolleté verwendet habe. Ich kann kein Deutsch mehr. Habe ich schon gesagt. Die habe ich auch in groß. Das ist dasselbe wie eigentlich die Probe, die ihr vorher gesehen habt. Dann habe ich meine Make-up-Base aufgebraucht von, so muss ich es halten, von Nude by Nature. Das war in so Rosé-Gold, die fand ich überhaupt nicht gut. Ich bin froh, dass sie leer ist. Fand ich gar nicht gut. Ich habe mir die damals nur gekauft, weil ich eine Base gebraucht habe und weil da gab es was Gratis dazu. Deswegen habe ich mir das genommen. Das war's. Da bin ich so froh, dass es leer ist. Ich liebe Make-Up Factory. Ich liebe wirklich Make-Up Factory. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich das leer gemacht habe. Ich habe das dauernd ins Make-Up gemischt. Aber wenn ich jedes Mal zu viel davon verwendet habe, habe ich angefangen zu glitzern wie eine Glitzerkugel. Ja, das gibt es auch nicht mehr, was ich weiß. Und ich hätte es mir auch nicht nachgekauft. Weil das fand ich nicht so toll, das Teil. Jetzt habe ich da keinen Platz mehr. Wir sind schon bei den letzten Sachen. Und ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Ich habe so viele... dekorative Sachen aufbraucht. Ihr habt ja die ersten zwei schon gesehen und ich habe noch ganz, ganz viele. Ich habe einen Art Deko-Lidschatten leer gemacht. Den habe ich auf dem ganzen Lid immer auftragen gehabt. Ich kann euch da einen Blogpost verlinken, wie die Farbe ausgeschaut hat. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich den leer gemacht habe. Er ist komplett leer. Ich bin so stolz. Die Farbe war 205, aber das wird euch nichts bringen. Dann habe ich einen Kajal aufgebracht von MAC. Das war aus dieser Toledo Elé. Das war das Einzige, was ich mir damals gekauft habe. Ich habe ja Gott sei Dank einen würdigen Ersatz gefunden. Deswegen, ja, ich traue schon, aber ich bin froh, dass ich ihn leer gemacht habe, weil ich habe eh so viel Zeug, wie ihr eh schon wisst. Dann habe ich ein Fixierspray leer gemacht von NYX. Mir fällt gleich alles runter. Von NYX. Das sieht so aus. Fand ich gut, aber ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Da mag ich mein MAC, das ich jetzt habe und schätze und liebe, viel, viel lieber als das. Es gibt aber eins, was ich noch probieren würde vielleicht. Wieder von Make-Up Factory habe ich mein Puder jetzt leer gemacht.
Ich muss aber sagen, ich hätte es mir nachgekauft, aber das ging so schnell leer, weil ich habe jetzt ein anderes Puder in Verwendung. Bist du deppert? Und das geht nicht so schnell leer wie das jetzige. Und deswegen, das war dieses Weiße. Ihr könnt euch sicher noch dran erinnern. Ja, ich fand's super. Ich fand's wirklich, wirklich super. Aber nur, wenn es komplett voll war. Umso leerer es geworden ist, umso schwerer war es, Puder auf mein Gesicht aufzutragen. Also, ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich habe es ja geschenkt bekommen, mal von einer Schulung von Make-Up Factory. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen. Was ich aber nachkaufen würde, wenn ich nicht so viel hätte, wäre der hier. Das ist der Light Reflecting, spricht man so aus? Concealer. Der war echt gut. Das ist die Nummer 9. Den habe ich mir mal gekauft. Ich hoffe, der ist auch leer, weil irgendwie kommt da einfach nichts mehr raus. Aber ich glaube schon, dass er dann leer ist, wenn nichts mehr rauskommt. Aber am Anfang habe ich nämlich gedacht, mir ist dieses Ding kaputt worden. Aber ich glaube, er ist leer. Ich hoffe es. Der war echt gut. Den würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, aber ich habe noch so viele andere Concealer, die ich vorher noch leer machen will, bevor ich mir den nochmal nachkaufe. Mein Mann knurrt die ganze Zeit, ich habe noch nichts gegessen. Ja, dann habe ich das hier leer gemacht. Das war von Catrice aus einer Limited Edition. Da habe ich den Dessert nehmen dürfen. Das ging nämlich voll schnell weg bei uns in der Filiale. Die anderen Sachen waren alle da, aber das hier war nicht mehr da. Und ich war aber nicht so begeistert von dem. Ich habe danach auch immer so glitzert wie eine Glitzerkugel. Also ist nicht so schlimm, dass es leer geworden ist und dass es Limited Edition war. Da mag ich das von Elizabeth Arden, was ich jetzt habe, viel, viel lieber. Ich liebe es. Ich habe das auch wieder aktuell drauf. Also das ist der Mega-Hammer, das Ding. Ich werde heulen, wenn es leer ist, aber egal. Ich habe auch 2 Lippenstifte aufgebraucht und ich kann es euch nicht sagen, wie stolz ich diesen Monat auf mich bin. Wirklich wahr. Ich bin so stolz auf mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. 2 Lippenstifte habe ich leer gemacht. Einmal von Miss Lean. Das war diese Farbe hier. Den habe ich geliebt. Da bin ich echt scheißtraurig, dass der leer ist. Weil den mochte ich echt, echt gerne. Das war die Farbe 88 und der Name war Vintage von dem. Da habe ich mir den Dessert ja damals nehmen dürfen. Der war echt gut. Leider gibt es den nicht mehr. Dann, da bin ich auch stolz auf mich, aber auch ein bisschen traurig, dass ich den leer gemacht habe. Das war von LR Cosmetics, heißt das. Ein Glossy Lipstick. Und da bin ich echt stolz auf mich. Den habe ich nämlich schon so lange und deswegen bin ich happy drüber, dass ich den aufgebraucht habe. Ich habe ihn benutzt, ich habe ihn geliebt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen, weil die sind verdammt teuer, die Dinger von der Marke. Deswegen, ich fand ihn gut, er war wunderschön auf den Lippen, aber ich würde ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Ich habe so viele Lippenstifte, ich muss aufbrauchen, Leute. Mehr als aufbrauchen. Dann das letzte Produkt und da bin ich auch happy, dass es leer ist. Obwohl ich den voll gut fand und der ist leider Limited Edition. Das war von Essence, ein Duft. Ich habe so viele Parfums, Leute, das ist echt abnormal. Ich will irgendwie ein Video drüber drehen, aber ich habe Angst über die Kommentare. Ich habe wirklich Angst über die Kommentare. Ja, aber den fand ich echt, echt gut. Das ist der We Are Lovely gewesen. Von dieser einen Valentinstags-Kollektion, glaube ich. Wo ich mir so viel gekauft habe, so viele Lip-Liner. Und den Duft wollte ich damals auch haben, aber ich habe den Tester bekommen. Ja, bin aber froh darüber, dass ich den genommen habe. Weil der war echt gut. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin so stolz auf mich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie stolz ich auf mich bin. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war relativ viel, dass ich diesmal leer gebracht habe. Generell viel Deko und das macht mich so stolz. Das macht mich wirklich so stolz. Und ich hoffe, es ist im Juni auch so. Denn diesen Monat habe ich echt Gas gegeben mit den ganzen Make-up-Produkten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich will ehrlich gesagt auch ganz, ganz viele Proben jetzt ab jetzt aufbrauchen. Weil ich finde, diesen Monat habe ich das auch gut hinbekommen. Und ab jetzt, das ist ein Haar von mir, ab jetzt will ich auch mehr Proben leer machen. Viel, viel mehr. Ich höre jetzt lieber auf zu labern, weil sonst sprengt das vielleicht noch den Rahmen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!